Also Freunde, heute geht es in so einen Park, der soll richtig krass sein und halt mitten in Bangkok. Und es gibt lecker Essen, weil ich habe mich noch nicht ganz so an diesen, es gibt so, seht ihr gleich, so Straßenwegen, so auf so einem Wagen und dann wird da halt Essen verkauft. Einfach so Spieße, so auf ganz Kleinigkeit, einfach auf entspannt. Das wird aber auf jeden Fall heute abgecheckt. Und genau. One, two, one, one. Okay, ey, der Typ hat mich so schnell gefragt. Er hat einfach das nächstbeste genommen. Hier so ein Hähnchen. Der hat mir das jetzt in so einer Plastiktüte gegeben. Ich weiß gar nicht, wie ich das essen soll. Geil sogar. Oh mein Gott. Okay, Handy wird weggepackt und dann wird ein Hähnchen aus einer Plastiktüte gegessen. So muss das. Also ich sag ehrlich, das war das beste Hähnchen, das ich je in meinem Leben gegessen habe. Das hat doch nicht dieses Gewürz wie das letzte Mal. Ich habe das zwar hier einfach auf so einer Straße mit meinen Händen einfach aus dieser Plastiktüte gegessen. Aber ich sag ehrlich, ich habe noch nie so ein geiles Hähnchen gegessen. Also zu der Frau gehe ich morgen direkt nochmal, sage ich. Und irgendwie war das doch gar nicht so schlimm, einfach auf der Straße mit der Hand zu essen. Hat irgendwie einen Vibe, sage ich ehrlich. Digga, das mache ich jetzt jeden Tag. Okay, dass der Fenster jetzt kommt, ist ein bisschen random. Ui. Aber guck, wisst ihr, was ich meine? So irgendwie so, ich weiß nicht, das hat so. Natürlich, ne, wenn man jetzt keine asiatische Person sieht. Könnte doch auch irgendwie Brasilien oder sowas sein. Finde ich. Weißt du, wie ich meine? Ein bisschen ranziger. Muss man ja schon sagen. Trotzdem zu leben. Oh. Ha. Belvedere. So stelle ich mir aus Südamerika vor. Sag ich. Oder? Da unten ist irgendwas ein bisschen rot drin. Da würde ich absolut nicht reingehen. Das wäre mir dann doch zu viel. Aber ja. Ich war gerade auf dem Roller auf dem Weg zum Park. Dann habe ich aber dieses Gebäude gesehen und meinte zu dem, das soll mich mal rauslassen. Weil das ist auch noch so ein Fluss. Ich gucke mich hier mal um. Das sieht nämlich ehrlich ziemlich sexy aus, das Ding. Also so mit dem Fluss, wahrscheinlich Fluss, oder? Mit dem See oder Teich hier, kommen die Hochhäuser schon ziemlich geil, muss ich sagen. Oha. Sehr sexy. Oh. Die haben hier in dem Park so, auf einer Seite ist für Fußgänger normal und auf der anderen Seite oder Hälfte ist extra zum Joggen so, auch mit Start. Und dann denke ich mal, kann man hier einmal komplett um den Park herum bis hierhin halt eine Runde laufen. Denke ich mir, wer macht das bei dem Wetter? Aber ich ganz cool irgendwie. Hier zum entspannt gehen, da zum Rennen. Ich sehe aber niemanden am Rennen, sage ich ehrlich. Das Ding sieht designtechnisch, auch schon ziemlich geil aus. Ich check mal die Etagen ab. Ey, ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Das ist aber riesig. Ist das irgendwie Convention Center? Ich weiß es nicht. Und die haben hier wirklich geisteskranke Meetingräume. Ich wünsche dir vor, du hast da ein Meeting. Und dann hast du so eine Aussicht. Wow. Das ist schon sexy. Okay, da kam Security-Typ und meinte, ich muss verlassen. Area closed. Also die Etage irgendwie. Jetzt bin ich wieder eine Etage tiefer.
Und ich verstehe nicht, warum. Wir haben 34 Grad, ich sehe so weiß aus. Ich meine, ich bin auch erst seit 2 Tagen hier, ne? 3. Aber crazy, ich sehe aus wie mein Urteil. Moin. Aber ja, gehen wir dann jetzt hier komplett raus. Hier gibt es nicht wirklich was noch zu gucken. Und dann gehe ich jetzt endlich zum Park. Eine Sache gibt es doch noch. Ich trinke halt leider keinen Kaffee. Wie schade. Oh, hello. Aber hier macht einfach der Kaffee deine... der Roboter deinen Kaffee. Schade. Würde ich Kaffee trinken, wie es jetzt aus? Okay, wir sind jetzt bei dem Park angekommen. Ey, die Haare brauchen eigentlich auch jede 20 Minuten eine Dusche. Hier machen die Leute schon ein bisschen mehr Sport. Ich sehe hier wirklich viele Leute, die die ganze Zeit am Laufen sind. Erster Eindruck mit den, also ich war noch nie im Central Park, aber keine Ahnung, mit den Hochhäusern so drumherum. Schon ziemlich cool, sag ich ehrlich, so mitten in der City. Hat jetzt nochmal ein bisschen mehr gezeigt, ne? Hier sind irgendwie alle irgendwie was am machen. Auch hier wieder, ich will nicht auf so homo filmen. Alle am Trainieren. Lull. Viel zu warm, Alter. Crazy, das sind einfach so öffentliche Dinger. Die, wie heißt es, die Platten sahen jetzt auch nicht geil aus oder so, so richtig abgeranzt. Aber die Typen, die da drin waren, Bruder, die waren breiter als, wortwörtlich breiter als ein Schrank. Geisteskrank. Okay, Jungs. Das sind beides keine Asiaten. Ich frage mich gerade beide, worauf sie sich vorbereiten. Weppa. Stark. Also, ich bin jetzt von dem Park Richtung nach Hause gesteppt und ich werde jetzt in ein Restaurant, in einem einfachen, aber da war ich die Tage schon öfter, entspannt was essen gehen. Ich weiß nicht, warum ich immer auf die dumme Idee komme, diese ganzen Meter zu machen. Ich bin jetzt wieder knapp 3/4 Stunde gelaufen. Digga, ich komme gar nicht mehr, ja? Also es ist nicht mal in Worte zu fassen. Ich bin nass, nass, nass. Mhm. Also wir haben jetzt hier so ein paar Glasnudeln mit Spargel und Schwein und man kriegt hier immer so Karten. 60 Baht hat jetzt das Essen gekostet, 15 die Pepsi, 10 das Wasser und dann geht man damit am Ende nach vorne und dann bezahlt man das. Mashallah. Brokkoli ist da auch noch drin und Möhrchen und so generell so Ei gemixt. Hat ein bisschen Schärfe, aber so eine geile Schärfe. Ehrlich, mein Lieblingsessen. Es ist so geil. Also Freunde, ich bin jetzt im Raucherbereich vom Hotel. Hier auf meiner Bank. Mit meinem Kollegen. Ewa. Und ja, ich habe jetzt für das Essen heute mit Getränken 2,20 Euro bezahlt. War auf jeden Fall ganz geil. Und ja, ich rauche jetzt und dann gehe ich entspannt schlafen. Und dann ist morgen wieder ein neuer Tag. Man ist hier jedes Mal so fertig abends. Das ist ja wirklich crazy.
Also dann, top.